Hey Leute, ich wollte euch mal ein Video machen, in dem ich zeige, wie mechanische Mods am sichersten gehandhabt werden, weil mich selber hat es nämlich davon abgehalten, mir einen mechanischen Mod zuzulegen, weil ich eben nicht sicher war, dass ich schon alles weiß, um das Teil sicher zu handhaben. Da habe ich mir mal Stichpunkte jetzt hier aufgeschrieben, indem ich Stück für Stück durchgehe, was wichtig ist, worauf es ankommt, sorry, worauf es meiner Meinung nach ankommt, und ich hoffe, diese Liste ist vollständig. Ich denke schon, weil bei mir funktioniert es wunderbar, ohne dass da je was passiert ist. Jedenfalls, das Wichtigste in meinen Augen sind die Entgasungslöcher, damit im Fall, wenn die Akkus ausgasen sollten, dass die Luft entweichen kann und es nicht zur Explosion kommt. Das wäre das Erste. Dann ist die Akkusicherheit auch extrem wichtig. Die Akkus dürfen nicht beschädigt sein, die Außenhülle darf nicht angekratzt sein oder sonst irgendwas. Der Isolator, diese kleine Scheibe auf den Akku Pluspol, also zwischen Minus- und Pluspol, darf nicht zerstört sein, weil sonst kann es zum Kurzschluss kommen. Dann ist für jeden Akku ist ja angegeben, wie viel man konstant aus dem Akku rausziehen darf. Und da würde ich sagen, sollte man mindestens einen Akku benutzen, der 20 Ampere konstant entnommen kriegen kann. Klar ist die Pulslast für die Akkuträger wichtiger, aber ich denke, die konstante Entnahme ist ein guter Richtwert, um sich keine Sorgen zu machen, dass irgendwas passiert. Dann ist wichtig bei Hybridmods wie dem Taurern hier, dass man die Verdampfer nur. Also, dass man nur Verdampfer aufschraubt, die auch deren Pluspol weit genug rausschaut. Das ist der goldene in der Mitte. Dass der weit über den äußeren Rand hinausschaut, da sonst der Akku gegen beide Pole kommt und sich kurzschließt. Das ist also extrem wichtig auch bei diesen Hybridmods. Ach so, auch wichtig ist natürlich, dass man, weil die Akkus entgasen, noch zu dem Punkt davor, die Akkus entgasen, wenn am ehesten über den Pluspol. Deswegen nach Möglichkeit den Pluspol nach unten in Richtung Entgasungslöcher legen. So, das wäre das. Dann zum Taster. Der Taster, am besten Taster benutzen, die wie dieser hier konstant gegen den Akku drücken und nicht erst den Kontakt schließen, indem der Taster gegen den beim Schließen, dass der Taster nicht gegen den jedes Mal gegen den Akku kommt, sondern konstant gehalten wird und innen drin geschlossen wird. Dadurch werden diese Blitze, sage ich mal, die den Akku beschädigen können, vermieden oder verhindert, komplett verhindert. Das wäre der Punkt zum Taster. Das ist, weil sonst gibt es halt diese Einbrandlöcher auf Dauer, die den Akku beschädigen können. Gut, wenn er jetzt der Pluspol nach unten steht, ist das weniger gefährlich, weil der halt Luft zum Gehäuse hat. Und dadurch, wenn er durchbrennt, passiert eigentlich nichts. Aber besser ist halt, man hat einen Taster, der konstant zum Akku drückt und erst im Schalter
den Kontakt schließt. So, dann ja, auch extrem wichtig, auch einer der extrem wichtigsten Punkte, die es dabei zu beachten gibt, ist vor der Nutzung, also bevor man den Feuertaster überhaupt drückt, wenn alles zusammengeschraubt ist, der Verdampfer, die Coils eingebaut sind, nicht einfach aufschrauben, Feuertaster drücken. Nein. Erst den Verdampfer auf einen geregelten Akkuträger tun und gucken, ob kein Kurzschluss da ist. Wenn es einen Kurzschluss gibt, dann ist natürlich die Kacke am Dampfen. Und das wird nicht schön ausgehen. Sehr wahrscheinlich. Ja, also Kurzschlüsse auf jeden Fall müssen vermieden werden, dadurch halt den Verdampfer erst auf den geregelten Akkuträger schrauben und gucken. Auch den Widerstand überprüfen, dass ihr nicht zu niederohmig kommt. Das ist nämlich der nächste Punkt. Entschuldigung. Viele erfahrene Dampfer, ja, denken, es wäre okay, mit 0,09 Ampere zu dampfen, sollen sie machen, aber ich empfehle das nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, der Geschmack wird nicht viel besser dadurch. Gut, mehr Dampf, aber das heißt nicht unbedingt mehr Geschmack, finde ich. So, und deswegen empfehle ich, nicht unter 0,2 Ohm zu wickeln. Und das solltet ihr auch entweder auf einem Ohmmeter überprüfen oder auf eurem geregelten Akkuträger. Ja, das ist auch noch ein Punkt, den ich für relativ wichtig halte. Vielleicht nicht ganz so wichtig wie die meisten anderen Punkte, aber schon wichtig, weil je tiefer ihr geht, umso stärker wird der Akku belastet. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Naja, das muss jeder selber wissen. Ich empfehle es nicht. 0,2 ist so das Maximum, was ich wickle. Dann ein Punkt, den ich leider immer wieder sehe bei Leuten. Naja, man hört viel, aber man muss es nicht unbedingt herauf provozieren. Ist nämlich, dass man Akkuträger in der Hosentasche, am besten noch mit Ersatzakkus in einer Tasche, in einer Hosentasche zusammen transportiert. Schlüsselbund noch dabei, alles da rein, alles in die Tasche rein und dann entgast der Akku auf einmal. Ja, und wie soll man den so schnell da rausbekommen? Das gibt extremste Verbrennungen, deswegen. Es muss nicht passieren, aber es kann sehr gut passieren, wenn die Akkus sich gegenseitig berühren, die Pole aneinander kommen, sonst was, der Akku beschädigt wird, der Taster auf Dauerkontakt läuft oder so und man bekommt es nicht mit. Dafür gibt es solche Taschen hier, in denen man Akkuträger transportieren kann. Da bekommt ihr alles rein. Na. Komm. So. Alles drin, Ersatzakkus. So. Wenn das brennt, dann reiße ich es einfach ab. Dann ist es weg. So. Immer noch die sicherste Variante, denke ich. Naja. So, ich denke, damit haben wir alles durch. Und ja. Ich kann nicht garantieren, dass das alles ist, aber ich habe mir jetzt lange Zeit Gedanken darüber gemacht. Das sind für mich die wichtigsten Punkte, die ich hier zusammengetragen habe, damit gerade Anfänger sich keine Sorgen machen müssen, mit dem mechanischen Dampfen anzufangen und
auch sicher damit umgehen können. Dann verabschiede ich mich und wünsche frohes Dampfen. Tschüss.